So, hallo auf meinem Kanal Kai in Thailand. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, verlinke ich hier, könnt ihr gerne schauen. Reichen 1000 Baht zum Leben in Thailand? Und da wurde ich dann relativ häufig gefragt, ja, wie sieht das aus, wenn ich Langzeit überwintere, was brauche ich denn da? Wie viel Geld muss man denn da einrechnen? Da muss ich sagen, guckt euch mal das andere Video an, eventuell, wen das interessiert, weil ich muss ganz ehrlich sagen, was jeder Einzelne braucht, kann ich natürlich nicht sagen. Klar, wird ähnlich sein wie bei Leben in Thailand. Nur wenn ich jetzt, Langzeit heißt für mich nicht einen Monat oder zwei, das sind keine Langzeit. Langzeit wäre dann schon 4, 5, 6 Monate Urlaub in Thailand, das heißt hier überwintern. Und was jeder Einzelne braucht, das liegt ja eh bei jedem Einzelnen, was für Ansprüche das er hat. Das ist sehr individuell. Und meiner Meinung nach ist es halt einfach so, es weicht gar nicht so sehr ab von dem, was man zum Leben in Thailand braucht. Da man ja wahrscheinlich bei 4 Monaten oder 5, 6 Monate nicht alle 2 Tage irgendeine Tour macht oder auch nicht ständig in irgendeinem Restaurant, Touristenrestaurant rumrennt, Hummeresse am Strand. Klar, kann man natürlich auch machen, wenn man das Kleingeld hat, dann ist das kein Thema. Also das kann man auch machen. Aber um mal grundsätzlich zu sagen, ich würde sagen, es kostet etwas mehr, da die Unterkunft in der Regel etwas mehr kostet, wenn man sie monatsweise mietet. Das sprich, wenn es klar ist von vornherein, angenommen für ein halbes Jahr, dann kann man hier schon auch Unterkünfte finden. Natürlich unterer Bereich, fange ich mal an. Ich würde sagen, ab so 15.000 Baht im Monat. Im Moment steht der Baht so 37 plus, das heißt 1 Euro bekommt man ca. 37 plus Baht, muss sich natürlich auch jeder ausrechnen. Ich kann das jetzt nur in Baht sagen, da klar, der Wechselkurs sich ja natürlich auch immer wieder ändert. Von daher denke ich, müsst ihr euch selber ausrechnen, ein bisschen nachschauen. In Google kann ich auch sofort nachschauen, wie ist der Wechselkurs im Moment. Also von daher sage ich das jetzt mal in Baht. Das heißt so bei 15.000 geht vielleicht auch für 10.000 im Monat. Muss man mal schauen. Also wird aber dann schon schwieriger, da ja im Endeffekt man eine möblierte Unterkunft braucht. Wenn du hier lebst, kann man auch unmöbliert nehmen und kauft sich dann sein Zeug selber. Das heißt, möbliert ist in der Regel meistens zumindest mal ein Bett drin, ein Tisch, ein Stuhl, vielleicht eine Kommode. Was relativ wichtig ist, finde ich meistens, meistens sollte man haben einen Kühlschrank, Ventilator, vielleicht auch Aircondition, also Klimaanlage. Das wäre das, was man sich eventuell, wenn man hier lebt, selbst kauft. Dann wird natürlich die Unterkunft deutlich günstiger. Ist auch vom Vermieter her, kann ich ganz klar verstehen und auch erklären, rechnerische Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir hier die Häuser baue und vermiete die 3, 4 Monate. Das ist ja meistens über die High Season, also die Hochsaison. Das heißt, wenn ich sie jetzt tageweise vermiete, verdiene ich natürlich wesentlich mehr Geld, selbst wenn das mal leer steht. Von daher, das könnte man so kompensieren. Und dann, wenn man es übers Jahr, das ganze Jahr mietet, natürlich in der Low Season, Nebensaison, stehen die bei mir auch viel leer. Also das heißt, da kann man dann rechnerisch schon relativ viel machen. Aber eben, wie gesagt, wenn es jetzt nur über die Hochsaison ist, sind die Preise natürlich auch deutlich höher, als würde man sowas fürs ganze Jahr mieten. Macht dann sogar, wenn man weiß, man möchte das immer wieder machen, nächstes Jahr wieder 5 Monate, wieder 5 Monate, wieder 5 Monate, macht es dann tatsächlich Sinn, muss jeder für sich selber entscheiden, so eine Unterkunft vielleicht fürs ganze Jahr zu mieten und dann im Jahr darauf wieder weiter zu mieten. Dann ist es vielleicht gar nicht einmal wesentlich teurer oder teurer, je nachdem, was man dann sucht. Ist man natürlich auch wesentlich flexibler, dass man sagt, okay, ich suche jetzt was fürs ganze Jahr. Manche möchten auch nur fürs ganze Jahr vermieten. Dafür aber dann auch keine Reinigung und Bettwäsche und so weiter ist dann alles nicht dabei. Muss man halt für alles selbst sorgen. Und von daher, wie gesagt, eine rechnerische Sache. Wenn ich weiß, ich will das jedes Jahr nochmal tun, dann geht es. Dann kommt vielleicht noch, wenn ich hier lebe, natürlich kaufe ich mir irgendwann einen fahrbaren Untersatz.
Die meisten haben einen Roller, manche sogar ein Auto. Wenn ich 3, 4, 5 Monate hier bin, werde ich mir das wahrscheinlich mieten müssen. Da würde ich sagen, geht es so, man kann es auch billig kriegen. So für 150 Baht am Tag würde ich sagen, ist okay. Klar, der ein oder andere sagt, boah, das kriege ich für 100, das sind 3.500 Baht oder so im Monat. Wie auch immer, kann man sein, dass man das findet. Muss man halt schauen, was für ein Fahrzeug das es am Ende auch ist, dass es auch funktioniert. Also ich würde sagen, so 3.500 Baht im Monat für einen längeren Zeitraum, dann 5, 6, 7 Monate, was auch immer, 4 Monate, das kann man schon finden. Wir vermieten das nicht, aber weil ich auch sage, in der Hochsaison eben verdiene ich einfach mehr Geld, wenn ich es tageweise vermiete. Das ist natürlich die rechnerische Sache für den Anbieter. Und somit muss man halt einfach suchen dann ein bisschen, wie gesagt. Und dann aber, wenn ich jetzt meine Unterkunft habe und meinen fahrbaren Untersatz, dann hängt es natürlich an mir selbst, wie viel Geld das ich ausgebe. Hat meine Unterkunft zum Beispiel eine Küche? Kann ich selbst kochen? Will ich selbst kochen? Oder muss ich jeden Tag essen gehen? Das liegt da ja dann an jedem selbst. Und von daher kann ich nicht sagen, du brauchst so und so viel oder du brauchst so und so viel. Also wie gesagt, ich schätze mal, so vernünftige Unterkunft fängt so bei 15.000 Baht im Monat an, wo vielleicht auch eine Kochmöglichkeit mit dabei ist oder. Und dann, klar, wie immer, nach oben keine Grenzen. Kannst du dich auch im Marriott einmieten oder wo immer. Das ist natürlich kein Problem. Oder eine Villa mieten. Wir haben ja auch sowas, aber nicht für langfristig. Aber hier in der Umgebung gibt es auch Villen, die man langfristig mieten könnte. Also von daher, das ist natürlich kein Thema. Wer Geld hat, hat auch die Auswahl, wenn man ein bisschen rechnen muss. Natürlich muss man halt jeder nach seinem Geldbeutel. Ich verurteile das auch gar nicht. Klar, die reich sind und viel Geld haben oder wie immer, können sich alles leisten, ist ja auch egal, ist ja auch richtig so, haben sich's in der Regel ja verdient. Aber auch mit einem kleineren Geldbeutel kann man sich was leisten. Nur ist es halt so, sollte man auch nicht vergessen, Krankenversicherung, das ist in der Regel schon im Heimatland abzuschließen. Da sieht man dann ja auch sofort, das zahlst du ja auch vorher wahrscheinlich, was da an mich, auf mich zukommt an Kosten. Krankenversicherung, die man ja, wenn man hier lebt, dann eher hier abschließt, würde ich sagen, oder vielleicht auch schon vorab im Heimatland, geht natürlich auch, bestimmte Anforderungen, muss halt jeder schauen. Und Visa kostet natürlich auch Geld, wenn ich jetzt Tourist-Visa und das vielleicht nochmal verlängere oder eben dann auch ein Jahresvisum mache, das kostet natürlich auch Geld, muss man aber dann im Heimatland machen. Und dann, wenn du hier bist, brauchst du quasi bloß noch die Unterkunft und dein Fahrzeug und alles andere ist ähnlich, als würdest du hier leben. Ich bin jetzt öfters dazu gefragt worden, deswegen denke ich, sag da kurz was dazu, erklär das kurz. Aber ja, hoffe für euch war das ein bisschen verständlich, was ich da erzählt habe. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald in Thailand. Tschüss.